So mancher, der die Zeichnungen von Robert Högfeldt zum ersten Mal sieht, hat dabei ein grausiges Gefühl. Aber was ist so grausig daran? Erkennt man sich hier vielleicht selbst, obwohl man es nicht wahrhaben will? Was sind das für schauderhafte Wesen, die da in einem herumkriechen? Wer hat Schuld? Du natürlich, ich doch nicht. Wonach streben wir denn immer zu? Nach den guten Dingen des Lebens? Aber lohnt sich das immer? Vielleicht bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Im 20. Jahrhundert ist die Kunst zu einer Art heiliger Kuh geworden. Und wer mit der Kunst eine bestimmte Absicht hat, zum Beispiel die menschliche Natur zu ergründen, wird leicht verkannt, wird Genremaler genannt. Einer, der beides an sich selbst erfahren hat, ist der Maler Robert Högfeldt. Wir sehen ihn hier im Gespräch mit dem englischen Autor Paul Britton Austin. Was zeichnen Sie heute am liebsten? Was macht Ihnen am meisten Spaß? Ich zeichne weiter meine gewohnten Menschen. Und nebenbei mache ich gern solche groteske Gestalten, wie die, die Sie mir gerade zeigen. Sie meinen den Bücherwurm da? Ja, ein Tier, das nur in der Fantasie existiert. Sowas zu versuchen, ist immer interessant. Ich zeichne fast jeden Tag. Aber ich male auch und dann muss ich ausruhen, denn ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Die Kräfte lassen nach. Robert Högfeldt wurde 1894 in Eindhoven als Kind schwedischer Eltern geboren. Seine Mutter stammte aus der Provinz Östergötland und sein Vater, ein Erfinder, aus Karlskrona. Mein Vater bekam Arbeit in Deutschland und als Dreijähriger stolperte ich an die Schürze meiner Mutter, geklammert durch Düsseldorf. Mit der Zeit wurde ich kühner und begann mit gleichaltrigen einheimischen Kindern zu spielen. Und dann dauerte es nicht lange und ich konnte mich wie ein echter Rheinländer ausdrücken. Ich ging dort bis 1913 auf die Kunstschule. In dem Jahr zogen meine Eltern und ich zurück nach Schweden, sodass uns der Krieg erspart blieb. In Schweden kam der 19-jährige Högfeldt sofort auf die Kunstakademie
wo er Malerei und Zeichnen studierte. Und dort gewann er eine Menge Freunde: Lindwall, Friedel, Forsyth, Chatham, Tekström und Graf Sparre, damals der älteste Maler Schwedens. Er wurde 102 Jahre alt. ...1920 kam er nach Paris und Montparnasse. Der Modernismus mit Picasso, Matisse, Modigliani und einer Menge anderer Genies stand in voller Blüte. Das war also die Epoche von Picasso und Matisse und diesen Modernisten. Davon habe ich kaum begriffen. Was mir gefiel, war der Surrealismus. Damit habe ich es ja selbst versucht. Zurückgekehrt nach Schweden, versuchte Högfeldt, sich durch die Teilnahme an Ausstellungen durchzusetzen. Aber erst als ein deutscher Buchhändler seine Zeichnungen entdeckte und sie als lose Blätter herausgab, wurde man auf den Zeichner und Humoristen Robert Högfeldt aufmerksam. Bald danach erschien sein Werk in Gestalt eines Albums, das ihm zum endgültigen Durchbruch verhalf. In den 30er Jahren wurden hunderttausende Exemplare davon gedruckt und der Name Högfeldt wurde sowohl in Schweden als auch im deutschsprachigen Raum zum Begriff. Für den Künstler war diese Beliebtheit aber allzu zeitraubend. Sie belastete seine Arbeit zu sehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er sich daher zurück und verließ Stockholm. Aber obwohl Högfeldt als Person nicht mehr auftrat, waren seine Zeichnungen auch bei den folgenden Generationen geschätzt. Sagt Ihnen dieser Stil etwas? Die liebenswürdigen, verschmitzten und runden Figuren voller sanftmütiger Weisheit. Eine Art schwedische Chinoiserie. Richtig, ihr Urheber heißt Robert Högfeldt. Wir haben ihn in seiner Villa bei Stockholm besucht, denn am 13. Februar wird der Künstler 60 Jahre alt. Nach dem morgendlichen Schneeschaufeln ist es Zeit, an den Zeichentisch zu gehen. Seine Produktion ist groß, ebenso seine Beliebtheit in Schweden und Deutschland. Man kann schon von einer gewissen Popularität sprechen. Aber das scheint mir eine zweischneidige Sache zu sein. Viele Leute werden es ja nicht müde zu betonen, dass Popularität ein untrügliches Zeichen für schlechte Kunst sei. Frau Högfeldt stimmt dem allem gerne zu. Unsere herzlichsten Glückwünsche. Ich habe beharrlich meine künstlerische Linie verfolgt. Es war, weiß Gott, nicht wenig Hartnäckigkeit notwendig, um ruhig als Genremaler weiterzumalen. In einer Zeit, da so etwas als dumme Rückständigkeit verurteilt wurde. Hinter diesen oftmals passionierten Gestalten vermutet man eine starke Leidenschaft, ja sogar einen Leidenden. Falls Robert Högfeldt Leidenschaften in seinem Leben hatte, welche können das gewesen sein?
Ich habe mich immer brennend für Menschen und für ihre Aussehen interessiert. Gelegenheit gibt es genug in Warenhäusern oder wenn man mit dem Bus fährt, kann man Physiognomien studieren. Und man kann nur staunen über ihre Vielfalt. Zwei Ohren, Augen, Nase und die einfachen Komponenten lassen sich bis ins Unendliche abwandern. Und man wird die Frage nicht los, was hinter dieser Fassade eigentlich vor sich geht. Ich schaue mir die Leute an und sehe ich ein Gesicht, das mir boshaft vorkommt, versuche ich herauszufinden, warum es boshaft wirkt. Genauso bei einem fröhlichen Menschen. Wie kommt es, dass er fröhlich aussieht? Da versuche ich, die richtigen Schatten und Falten im Gesicht zu finden. Also eine Art Zeichnen nach der Natur. Das nimmt viel Raum ein bei meiner Arbeit. Ich will das Verhalten der Menschen ausdrücken, und zwar so künstlerisch wie möglich. Man fragt mich oft, wo haben Sie bloß Ihre Ideen her? Und das ist eine recht knifflige Frage. Über die Ideen entstehen in meinem Kopf und ich sehe das Bild so gut wie fertig vor mir, sodass ich es nur noch abzuzeichnen brauche. Das ist allerdings nicht immer so einfach. Eine Zeichnung mit ein paar Figuren kann man in ein paar Stunden machen, wenn man dazu aufgelegt ist. Aber eine größere Arbeit in Aquarelltechnik kann manchmal Wochen dauern. Das heißt, ich arbeite nicht ständig daran, sondern lege das Blatt weg, bis ich wieder Lust habe, um weiterzumachen.
Diese philosophischen Schilderungen der Menschen sind das Lebenswerk Robert Hökfelds und auch sein Broterwerb. Doch seine Kunst ist vielseitiger. Unter anderem malt er Landschaften zur Entspannung von der Arbeit. Wenn ich eine schöne Baumgruppe sehe und versuche, diese Schönheit in mir zu bewahren, dann gehe ich nach Haus und male das Motiv und lasse dabei alles aus, was nicht schön ist. Es geht mir überhaupt nicht um Genauigkeit. Wenn ich Landschaften male, das ist eben das Problem, das Erholsame, dass ich mich ungebunden fühlen kann. Hökfeld hat mit allen Philosophen seit Platon immer einen grundlegenden Unterschied zwischen Sein und Schein gemacht. Insbesondere das Verhältnis zwischen den Geschlechtern hält er im Grunde für trügerisch. Wir betrügen einander mit einem Traum und in diesem Verstellungsspiel ist die Frau überlegen. Für Hökfeld ist der Mensch eine doppelbürdige Natur und um es in einer so zwiespältigen Welt aushalten zu können, braucht man vor allem Humor. Nehmen wir uns selbst zu ernst, werden wir nur absurd und fallen dem Gelächter der anderen zum Opfer, vor allem dem Gelächter Robert Hökfelds. Man fragt mich mitunter, ob der Schwede Humor hat. Naja, eigentlich weiß ich gar nicht, was Humor wirklich ist. Wie soll ich da antworten können? Ich habe aber sozusagen das Gefühl, dass der Schwede Humor hat, allerdings nicht so viel, wie er selber glaubt. Er ist auch gleich beleidigt, wenn man seinen Sinn für diese geheimnisvolle Eigenschaft anzweifelt. Und er sieht selten das Komische bei sich selbst. Würden Sie sich als Pessimisten oder Skeptiker bezeichnen? Möglicherweise als Skeptiker. Ja, ich glaube, ich bin ein Skeptiker. Werden Skeptiker nicht oft mit Zynikern verwechselt? Nein, da muss ich protestieren. Das kommt bei mir nicht vor. Fühlten Sie sich nie als Künstler verkannt? Nein. Das könnte ich nicht behaupten. Allerdings, diese modernistischen Künstler, die betrachten meine Unterhaltungszeichnungen mit Geringschätzung. Ist es nicht bitter, als bloßer Unterhaltungskünstler abgetan zu werden? Nein, nicht im geringsten. Keine Spur von Bitterkeit. Doch jenseits aller Analysen verbergen sich in der Hökfeldschen Vision unergründliche Tiefen, in die nur oberflächliche Geister es wagen würden, vorzustoßen.